Nein, also nicht sehr hilfreich. Außer von diesem Windsalter. Müssen wir jetzt wirklich jedes Haus hier abklappen, um diesen Dragan zu finden? Oder hat er ein Geschäft? Das würde das Ganze einfacher machen. Wir sollten nachher mal auf die Karte gucken, ob hier irgendwo bei einem der Gebäude irgendwas von Dragan dran steht. Das können wir auch jetzt schon mal kurz machen. So, wir sind schon wieder hier unten. Das wird nicht die Insel sein. Das hier oben alles. Ordensburg der Grauen Stäbe. Magierschule. Das Weiße Haus. Zartempel. Oh, man kann die Maus gedrückt halten. Das ist ja sehr praktisch. Bordell 1000 Wünsche. Haya-Tempel. Dann wird das hier drin doch die Altstadt sein. Gucken wir uns hier mal die Gebäude an. Ingrim Schmiede Taverne. Ingrim Tempel. Pension Haus Eldal. Jandor Ungert. Da springen wir doch mal hin. Auch wenn der jetzt nicht auf hat. Aber gut. Wir kriechen uns hier mal eine Ecke. Und schlafen einfach. Wache, Gerugon, Tirik, Gwenden. Schlafen. Jo. 9 Stunden ist okay. Und gucken da jetzt mal rein. Hallo, Jandor. Keine besonderen Gesprächsoptionen. Reisen. Wollt ihr kaufen oder plaudern? Handel. Wenn ihr was kaufen wollt, schaut euch nur um. Er ist ein wenig fokussiert auf die eine Sache. Unterkunft. Kann uns nicht helfen. Nee, das ist es nicht. Schade. Aber gut, dann decken wir mal hier die Altstadt weiter auf, wenn das denn die Altstadt ist. Aber langsam haben wir schon die ganze Stadt aufgedeckt. Dann machen jetzt die ein, zwei Felder hier auch nichts mehr aus. Ein komisches weißes Haus. Nö, nichts Besonderes. Da ist wieder Wasser. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Eine alte Frau, die wieder sehen kann. Das ist okay. Nein, nein, nicht ertrinken, bitte. Danke. Aber sie hat doch gesagt, auf der Insel ist die Altstadt. Es gibt hier keine richtigen Inseln. Fragen wir ihn mal. Unterkunft? Nein. Reisen? Nein. Lowang? Neben den beiden Akademien am Markt und in Bunte Flucht gibt es eine Fluchtburg der Grauen Stäbe ganz im Norden der Stadt. Also es gibt Akademien am Markt und in Bunte Flucht. Gespräch abbrechen. Irgendwie werde ich nicht wirklich schlau aus den Aussagen. Also wir haben jetzt eine Akademie am Markt. Der Markt war hier oben. Da, Magierschule. Das heißt, das hier ist der Markt. Das ist also nicht Bunte Flucht. Bunte Flucht muss das hier sein, wo es die Ordensburg gibt. Also, das da ist Bunte Flucht. Das da ist Eldal. Das ist das Gebiet, wo wir uns die ganze Zeit rumgetrieben haben. Alt-Lowang? Aber da waren wir doch schon überall. Das können die uns doch nicht antun. Ich gucke nochmal die ganzen Händler durch. Kleiner Fürst. Orkentote waren wir gerade drin. Bordell Wunderland. Schwarzes Auge. Eine Kräuterhändlerin. Hotel ist belegt. Ein Wirtshaus. Die Herberge. Irgendwo muss der Typ doch sein. Fuchsstübchen. Das klingt sich irgendwie nach einer Diebesgilde an. Aber die wird zu haben. Na gut, weiter alle Häuser abklappern. Ugo Plotz war der Wucherer. Boron-Tempel. Klon Ballas. Direkt an der Stadtmauer, hat er gesagt.
Reste Lowang. Da wird er bestimmt nicht drin sein. Oder vielleicht doch. Oder war der alte Mann an der Stadtmauer? Ah, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also hier an der Stadtmauer sehe ich zumindest keine besonderen Gebäude. Auch wenn das da... Ah, das wird der Stadtpark sein. Also wäre hier der alte Mann. Können wir aber nicht hinspringen. Okay, dann springen wir davor. Gehen darüber. Wir zahlen. So. Dann halten wir uns nach Südwesten und gucken nach Büschen. Hier waren Büsche eingezeichnet. Bin noch richtig, oder? Ja. Also hier unten bei der Stadtmauer ist einer von den beiden. Nö. Oder wir dürfen erst zu ihm, wenn wir soweit sind. Also, wir sind jetzt höchstwahrscheinlich in Alt-Lowang. Auch wenn das für mich nicht wirklich eine Insel ist. Und hier suchen wir immer noch Dragan. Wir hatten ein Gebäude, das so klang, als wenn er da sein könnte. Und zwar hier das schwarze Auge. Da springen wir mal kurz hin. Aber wir haben es erst 9 Uhr. Ja, 16 Uhr. Das heißt, wir müssten 8 Stunden oder so schlafen. Wache, Gerugon, Tirre, Gwendolyn, schlafen. Ejo. 8 Stunden bitte. So, spät genug haben wir es. Und jetzt gucken wir in die Taverne rein. Und wenn hier nichts ist, gab es noch ein Gebäude, das irgendwie so klang, als wenn es wichtig sein könnte. Erstmal Antike. Wir hätten gerne einen verdünnten Wein. Ja. Und wir würden gerne fragen. Kein Dragan. Lowang? Wenn ihr zu fairen Preisen einkaufen wollt, geht zu Destira. Destira? Destira Falkenbach hat einen Laden im Fuchswinkel. Das ist südlich vom Marktplatz in der Altstadt. Ja, also der Bereich, wo wir jetzt hier oben sind mit dem Marktplatz, ist definitiv die Altstadt. Sehr schön. Also, Destira faire Preise. Sehr gut. Unterkunft. Hier in Al-Lowang sieht es schlecht aus mit Unterkünften. Versucht es mal in Neu... Eldal. Da gibt es einen Schuppen, der heißt Große Freiheit. Als Hamburger kenne ich die Große Freiheit, aber ich glaube, die meinen was anderes. Raus hier. Also. Destira war hier unten irgendwo. Nee, das ist Duri. Destira Falkenbach. Hat jetzt zu, weil es abends ist, okay. Aber das sollten wir uns mal später angucken. Hier am Bordell könnten wir uns auch ein wenig umhören. Herberge namens Herberge und da ist das Fuchsstübchen. Das klingt auch nach Diebesgilde. Wir wollen nach Westen. So, hallo Fuchsstübchen. Wir hätten gerne einen verdünnten Wein. Und Informationen. Lowang. Wenn ihr in dieser Stadt überhaupt noch an Waffen kommt, dann ist das höchstens beim Torwaller ins Feldscheid möglich. Unterkunft. Ich kann euch das Kreuzer und Dukat empfehlen, quer über den Marktplatz im Fuchsbau. Quer über den Marktplatz im Fuchsbau? Was ist jetzt der Fuchsbau? Gebt mir einen Stadtplan. Orks. Die Orks kennen keine Disziplin. Wir müssen hier nur abwarten, bis sie sich untereinander um die Beute schlagen. Das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Reisen? Von Svelmir aus kann man bis nach Tjolmar mit dem Boot reisen. Das heißt, könnte man, bevor die Orks auftauchten. Nee. Okay. Mürrem. Tanzen. 2 Dukaten. Und Mürrem. Akrobatik. 7 Silberlinge. Sehr schön. Raus hier. Kreuzer und Dukat. Die werden es bestimmt wieder nicht reinlassen. Also hier ist der Marktplatz. Ja, Kreuzer und Dukat ist schon belegt.
Uns gehen langsam wirklich die Hinweise aus. Ich hätte mir die Textstelle markieren sollen, als er gesagt hat, wo der Dragan ist. Beziehungsweise die zwei Textstellen. Einmal hat er gesagt, Dragan ist in Alt-Luwang und das andere Mal war er in einem anderen Gebiet. Hotel Bunte Flucht. Also ja, das hier oben war die Bunte Flucht. Ah, gehen wir mal ins Bordell. Gucken, ob die da was zu sagen haben. Nord, nein. Westen, nein. Süden, hier. Wenn ihr euch ein wenig vergnügen wollt, tretet nur ein. Allerdings kostet der Spaß etwas. 7 Dukaten pro Kopf. Übernachtung inbegriffen. 7 Dukaten pro Kopf ist doch ein wenig teuer. Nein, danke. Lasst es nur gut sein. Wir haben uns in der Tür geirrt. Also es ist ja schön und gut, dass wir eine Stelle gefunden haben, wo man schlafen könnte. Aber dafür 42 Dukaten ausgeben, finde ich doch ein wenig übel. Aber ein sehr schönes Detail ist das kleine Herzchen da an der Tür. Na gut. Also, Bordell können wir auch abhaken. Und wir können uns da auch keine Informationen holen. Das heißt, wir irren weiter durch die Stadt, in der Hoffnung, dass wir irgendwo irgendwas finden. Also wir waren jetzt schon... Herberge bringt nichts. Wir waren im Orkentod, wir waren im Bordell, wir waren im Schwarzen Auge. In den Herbergen waren wir hier noch nicht. Wir waren im Fuchsstübchen. Klon Ballas. Springen wir da nochmal hin. Wenn sie da auch nichts haben, können wir wenigstens ein paar Dukaten verdienen. Also, wir würden gerne die Theke, wir würden gerne was trinken. Wir würden gerne reden. Luwang. Es gibt 2 Magierakademien im Ort. Akademien. Es gibt 2 Magierakademien in Luwang. Eine am Marktplatz, die andere in Bunte Flucht ganz im Norden, wo es niemand stört. Der Marktplatz ist genau auf der gleichen Höhe wie das andere. Warum sagst du denn im Norden? Reisen? Ihr kommt doch gar nicht erst raus aus der Stadt. Ja, das würden wir gerne wissen, wie man rauskommt. Luwang? Genug zu dem Thema. Orks? Die Magie in unseren beiden Akademien wird schon etwas einfallen, um die Orkenbrut zu vertreiben. Nö. Nichts Wichtiges für uns, denn tanz doch nochmal. Ich denke, im Moment sollte nicht schon wieder versucht werden, von Leuten etwas vorzuhüpfen. Schade. Na gut, dann gehen wir halt. Was könnten wir jetzt noch machen? Ich denke mal, wir sollten unsere Helden sich aufteilen lassen und in der Stadt rumlaufen, dass sie sich umhören. Und wenn wir dann wiederkommen, wissen wir auch, wo wir den Dragan finden können. Weil so jetzt noch weiter stundenlang durch die Stadt zu irren, halte ich für nicht so sinnvoll. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn unsere Helden irgendwas rausgefunden haben. Bis denn.